Shalom Aleichem. Wir sprechen heute über Emunat Tehora, über reine, saubere, absolut reine Emuna. Du sollst versuchen, immer klare und reine Emuna haben an Hashem. Lauf weg, sofort, von Götzendienerei, von Fantasie, von Fantasie und Vorstellungskraft, die letztens sehr populär geworden. Verschiedene Wahrsagerei, Sterndeuters, Kartenleser, Tarot, Tombola, lesen in der Hand, lesen in die Kopf, lesen in die Mezuza, lesen in dem Ktuba. Alles ist Hevel und Ruut Ruach. Das ist alles Eitelkeit. Wir sagen die Deutschen Blödsinn. Bla, bla, bla. Me balbelim. Sie drehen den Kopf und beängsten den Mensch. Weil wenn einer hat reine Emuna, er weiß, dass es nicht existiert, außer Hashem. Warum sage ich das? Ich bekomme ein Telefon von einer guten Familie. Die behaupten, ihre Nachbarn haben denen gemacht Voodoo. 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 Warum machen nicht die Leute im Krieg in Ukraine Voodoo? Warum haben die Leute nicht gemacht im Zweiten Weltkrieg Voodoo, wenn es hilft? Hilft nicht. Schmonzes, Bobkes. Aberglaube, Voodoo. Numerologie, Astrologie. Wenn es dir dein Leben schöner machst, aktivierst, gesunder red. Aber glauben dran? Dran glaubt Aid. Ki rak am chacham venavon amaze, sein vernünftigen, kluger Volk, passt nicht zum Hashems Volk, an irgendetwas zu glauben, in seine Ängste, in irgendeine Charlatanim, Chartetanim, Emunot Kozvot, also unreine Emuna. Wenn ein Mensch glaubt nur an Hashem, dann kann er alles überwinden. Er hat keine Angst und fürchtet nichts, nicht von Fluch und nicht von böse Auge und nicht von Voodoo und nicht von Voodoo nicht und von dir alle Schmonzes, Bobkes und Schlotzkes. Soll er sitzen und lernen Torah und das wird ihm helfen und schützen an das Ewigkeit. Mach dir lieber eine Shiur Torah, es wird dir helfen. Schade, schade auf deine Zeit, auf jeden andere Kraft, die nicht reine Emunah Tehora, reine und saubere Emunah Hashem. Shkoyach.